ihr fleißigen Bastler da draußen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es eine neue Folge von Tipps und Tricks mit Cordula. Kennt ihr das? Wolle, Kordel, Faden in einer Kiste, Kinder gehen dran, es entsteht Kordelsalat. Kordelsalat, Cordula, wie witzig. Vor vielen Jahren habe ich in meiner Kindergartengruppe dann die Wolle im Nutella-Glas eingeführt. Für meinen kleinen Kreativraum hier brauche ich nicht mehr so viele verschiedene Gläser. Da habe ich ein Glas und da sind drei verschiedene Garne drin. Und die Kinder lernen, wenn sie da dran ziehen und abschneiden, dass sie nicht hier unten abschneiden, sondern ein bisschen den Faden stehen lassen, weil sonst plopp ist der Faden natürlich da drinnen. Ganz einfache Technik, ganz einfaches, ja, ist ganz simpel eigentlich. Gibt es ein paar Tricks dazu, wie immer. Im Kindergarten hatte ich früher verschiedene rot, grün, blau, gelbes Garn, Kordel, also so Packkordel, auch mal so dicke Packkordel. Die könnte natürlich, ich habe jetzt schon hier das Problem, dass das ganze Zeug sich durcheinander bringt. Und dass es sich von alleine aufrollt. Das ist natürlich sehr ungeschickt. Ja, also der beste Vorführeffekt. Gut, also auch solche Teile kann man natürlich in ein Glas tun. Und dann hat man natürlich praktisch die Packkordel jederzeit griffbereit. Ich packe damit meine Zeitungen ein. Gut, also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Glas. Das Wichtige ist nicht irgendein Glas, sondern das Glas muss einen Kunststoffdeckel haben. Metalldeckel gehen nicht, weil mit einem Metalldeckel entsteht euch ein scharfkantiges Loch und da reißt euch immer der Faden kaputt. Auch schon ausprobiert, geht leider nicht. Man muss etwas mit Kunststoff haben. Idealerweise super, super sauber. Am besten auch nicht riechend, damit man nicht dann riechende Wolle hat. Idealerweise auch immer solche Dinge wie dieses hier oder auch hier oben war ein Etikett und hier klebt nochmal was. Alles entfernen. Es stört, es ist unästhetisch, es sieht schmuddelig aus und es hat auch diese Sachen, diese Klebedinge, da haften schneller der Dreck, der Staub, den man um sich hat, der ja im normalen Leben entsteht. Dieses ist sauber, abwischbar. Wolle macht auch Staub. Beim Rausziehen, da wischt man halt einmal drüber und dann ist es wieder gut. Das ist natürlich nicht ideal. Aber ein schönes Glas, das hat nämlich einen großen Eingang und das eignet sich, Ich dachte, ich könnte das da reintun. Also es eignet sich wirklich gut für gerade Sachen oder Geschenkpapierband. Kennt ihr diese? Gut, also das ist ganz klar. Toll ist, wenn man so Biogläser nimmt. Viele Biofirmen sind umgestiegen auf wasserlösliche Klebestoffe für ihre Etiketten. Und da mache ich es so, dass ich das einfach mit einem Gummiband versehe und durch die Spülmaschine laufen lasse. Und wenn ich dann das Gummiband wegnehme, dann fallen die Etiketten wunderbarerweise von alleine ab und das Glas ist bereit zum Gehen. Auch der war in der Spülmaschine. Also das geht übrigens auch für Joghurtgläser. Wenn ihr Joghurtgläser in die Spülmaschine tut, Gummiband drum, dann fliegt euch nicht das Stück Papier in der Spülmaschine herum. So, ich nehme jetzt dieses Glas. Was ich noch habe, was man auch nutzen kann, ist, das sind eine Firma, die hat Erdnussbutter in so einem Glas, nicht spülmaschinenfest. Wenn man das in die Spülmaschine tut, kommt dieses Ding dann so ein bisschen verschrumpelt raus. Also das muss man schön mit Hand spülen. Idealerweise Erdnussbutter mit einem Silikonspatel hinauskratzen und dann einfach mit warmem Wasser füllen, Spülmittel rein, Deckel drauf und einen Tag stehen lassen, dann lässt sich das wunderbar reinigen. Den Deckel stecke ich nach wie vor in die Spülmaschine. Da wird er am schönsten sauber, da ist er hygienisch fertig. Gut, also das ginge auch. Ich tendiere aber immer zum Glas, weil der Vorteil vom Glas ist, es steht immer fest auf dem Tisch. Es hat ein Eigengewicht. Das ist so leicht, wenn die Kinder an dem Faden ziehen und der sich ein bisschen verhängt oder ein Knötchen drin ist, dann fliegt gleich das ganze Ding durch die Gegend.
Auch finde ich, Kinder sollen ruhig mit Glas konfrontiert werden. Wenn das runterfällt, ist nicht schlimm. Was ist passiert? Das Glas geht kaputt. Wobei das sind solche Marmeladen- oder Lebensmittelgläser, die halten relativ viel aus. Wir haben ja die Sachen nicht hoch oben im Schrank stehen für die Kinder, sondern auf Kinderniveau. Wenn das Glas kaputt geht, dann ist es nun mal so, dann sammeln wir die Wolle auf, wir schimpfen auch nicht, wir sagen, Mensch, schade, das Wollglas ist kaputt. Müssen wir ein neues machen, hebt den Deckel auf, den kann man wieder verwerten. Wenn ihr zufällig dasselbe Glas habt, braucht ihr den Deckel nicht nochmal machen. Und ansonsten nicht die Kinder die Scherben aufheben lassen, weil da können sie sich dran schneiden. Also ich habe immer wieder Porzellangeschirr in der Spielecke gehabt oder auch diese Dinge. Kinder müssen einfach auch mal eine Gefahr eingehen können. Das ist eine sichere Gefahr. Das schneidet sich ja keiner die Pulsader damit auf. Gut, nach wie vor, wir gehen mal zu unserem tollen Glas hier von der Bio-Schoko-Creme. Und ja, jetzt legen wir mal los. Also hier haben wir unseren Deckel. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Löcher hier hineinzubekommen. Wichtig ist, wenn ihr einen solchen Bohrer, Handbohrer nehmt, dass ihr eine Unterlage habt, dass es dagegen drücken kann, sonst franzt es euch aus. Also ganz simpel, pimpel, einfach mit dem Handbohrer ein Loch bohren. Und schon haben wir das erste Loch. Hurra! So, kommt schon. Ja. Das franzt immer ein bisschen aus. Das ist ein bisschen doof beim Handbohrer. So. Zurück, Marsch, Marsch. Jetzt haben wir ein schönes Loch. Hier haben wir ein bisschen eine scharfkantige Kante. Man könnte mit einem spitzen Messer die wegmachen. Ich lasse es einfach stehen. Mein neuestes Spielzeug, einige kennen es schon von euch, ist dieser Locher. Der funktioniert so, dass der so, das so reindreht. Mal ganz langsam machen. Ja. Und da habe ich aber im Moment das große Loch drin. Dann nehme ich das mal raus. Es kommt nämlich, das ist super, super schön gemacht. Hinten hat es drei verschiedene Größen. Und jetzt gucke ich mal nach der Wolle, die ich habe. Da habe ich einmal diese super dicke Wolle. Da nehme ich die mittlere Größe. Es darf ruhig ein bisschen strammer sitzen. Denn wir wollen ja nicht, dass es gleich alles sich ausfädelt. Ich habe auch hier in meinem Hausglas zwei verschiedene Größen, dünne und dickere Löcher. So, und wieder eine Unterlage bitte, sonst habt ihr ein Loch in der Tischdecke auch schon alles gehabt. Und einmal, zweimal, dreimal gucken, na, noch nicht ganz durch. Dann machen wir. Und da haben wir schon unser Loch. Ein wunderschönes, gerades, nicht scharfkantiges, nicht ausgefranstes Loch. Das ist echt cool. Dieses Ding ist echt Gold wert. Kostet, glaube ich, so um die 15 Euro. Aber es hält wirklich viel aus. Man kann damit auch Klappröhren, also alles Mögliche mitmachen. Ich mache auch oft, wenn die Kinder so Fädelbilder haben, dass für die ganz Kleinen die Löcher schon vor mit dem Feineren, dann hat es saubere Löcher. So, ihr seht, ich habe zwei Löcher gemacht. Ich will euch nämlich noch einen Trick verraten, wie man es verhindert, dass ihr nicht gleich von Anfang an neu ausfädeln müsst. So, Wolle wickeln kennt ihr. Ist ja keine Kunst. Und jetzt höre ich schon die sagen, oh, ich habe 25 Kinder in meiner Kindergartengruppe. Da werde ich ja verrückt. Bin ich ganz mit dir. Das sehe ich genauso. Aber da zeige ich euch gleich noch eine Wickelhilfe. Ich wollte jetzt nur ein einziges Mal mit dieser Wolle. Natürlich macht man ein schönes dickes Knäuel, dass das da reinpasst. Mache ich gleich mit der Wickelhilfe. Dann nehme ich eine dicke Stopfnadel. So, ich habe drei Löcher. Ganz wichtig, ja. Dann fädle ich raus und wieder rein und wieder raus. So, Wolle ins Glas.
zudrehen, jetzt kann ich ziehen. Und wenn ich Zwerge habe, die wirklich es noch nicht mitkriegen und die wirklich hier unten abschneiden, habe ich zumindest die Möglichkeit, für das nächste Kind schon mal einen Faden zu haben. Ich brauche nicht unbedingt gleich neu einfädeln, weil das kostet Zeit. Es soll euch ja ersparen, die Zeit ersparen. Oder die Wolle wird gebremst. Sie kommt nicht so leicht raus, weil man um die Ecke ziehen muss. Wolle, lass dich einfädeln. Super, danke schön. Also nochmal. Rein. Nicht über Kreuz. So raus. Deckel zu. Und die Wolle bremst sich jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen schwerer zu ziehen. Ja? Okay? Gut. Das ist verstanden. Wunderbar. Jetzt habt ihr vielleicht die Möglichkeit, dass es eine Mutter gibt, die bei euch im Kindergarten handarbeitet. Oder ihr leistet euch zwischen 15 und 20 Euro, kostet so ein Wickler. Das ist ganz simpel. Man zieht, dieses Ding muss richtig festsitzen, das muss man rausziehen ein Stück. Das sollte so festsitzen. Dann steckt man es irgendwo an den Tisch und macht es fest. So. Das können übrigens die Kinder auch super machen, das Wickeln. So fest bist du noch lange nicht. So, und ich hatte ja hier diesen Salat. Das ist ein dünneres Garn, voll nervig. Wickel ich jetzt erstmal so, dass der Salat, dass ich auch mal den Anfang hier finde. Ups. Das verheddert sich. Ihr seht toll, ne? Es sind kleine Pailletten mit drin. Das ist total nettes Garn. Kinder lieben es. Da muss man natürlich ein großes Loch machen, damit da die Pailletten durchpassen. Da ist der Anfang. Hurra! Ah, der Anfang hängt gleich hier mit dabei. Okay. Ja, nee, ich wage es nicht. Also ihr seht, den Salat muss man einmal entsalatisieren. So. Jetzt habe ich es geschafft. Das war also schon gut, dass ihr nicht warten musstet. Also, dann fädel ich das Knäuel hier ein, klipse es hier oben rein. Und jetzt gibt es eine Richtung, wo es enger gewickelt wird und eine Richtung, wo es weiter gewickelt wird, lockerer. Ich empfehle immer die engere Richtung, weil, komm mal her, machen wir das mal so, weil die Spannung ein bisschen, wenn es eine Spannung hat, das Knäuel länger zusammen bleibt. So, und jetzt geht es schon los. Ich zeig mal, dieses Teil dreht sich und wickelt die Wolle auf. Seht schon, so, Körbchen geht super schnell. Okay, auf geht's. Und es hüpft mir raus, also dann kommt ein Hüpf auf den Boden. Nicht festen, doch jetzt. So, jetzt. Super. Jetzt wickel ich mein Ding. Und es hängt hier am Filz von meinem Tisch, deswegen ist das nicht ganz fest. Und selbst wo es aufgewickelt ist, kommt dieses Zeug doch wirklich kuttelmuttlig durch, also wirklich unmöglich. So, auf weiter geht's. Achtet darauf, dass nicht das ganze Knäuel gewickelt wird, weil sonst passt es nicht in euer Glas. Ich mache jetzt mal Schluss. Dann nehme ich das vorsichtig runter, den Faden ziehe ich raus. So, dann nehme ich es vorsichtig runter und wickle den Faden, den ich etwas länger abgeschnitten habe, ein paar Mal hier herum. Und dann schlage ich ihn hier ein. So entsteht jetzt ein festes Knäuel. Und hier haben wir unseren Faden, den wir nachher benutzen wollen. Jetzt müssen wir ganz schnell mal wechseln hier. Plopp. Knäuel vorsichtig ins Glas einsetzen. Einfädeln in die Nadel. Und dann machen wir wieder
weiß ich jetzt nicht. Ausprobieren mit den Pailletten. Na, nee, das geht nicht um die Ecke, durch die Pailletten. Da wäre es besser, wenn ich ein größeres Loch hätte. Gut, was heißt das? Das heißt, wir bauen gerade um. Übrigens, wenn man einen Papa hat, der gerne mit Schreinersachen arbeitet, kann man auch mit einem Akkubohrer und einem Holzbohrer diese Löcher bohren. Auch eine gute Methode. Da muss man nur fragen, wer von eurem Papa hat denn einen Bohrer zu Hause? Eins, zwei. Aha, größeres Loch. Man kann das gut sehen. Da hängt eine Paillette sogar richtig fest. Das größere Loch ist bei dieser Wolle geboten. So. Selbst trotz größeren Loch brauche ich die Nadel. So. Und da werden sich natürlich alle Mädchen freuen. Und alle Jungs, die gerne Glitzersachen benutzen. Und jetzt muss man darauf achten, lasst bis unten hin den Faden stehen. Dann geht er nicht verloren. Da haben wir jetzt tolles Glitzerband mit Pailletten, nett verpackt für die Kinder. Und wir haben keine Wollsalat. Das legen wir in unser Fach. Und wenn das leer ist, wickeln wir halt neu. Oder wir wickeln gleich auf Vorrat. Auch eine Möglichkeit. Man kann auch so einen Packband wickeln. Wenn ihr keine Ressourcen habt, euch das zu kaufen. Man muss natürlich aufpassen, dass es sich nicht verwickelt. Also wenn ihr keine Ressourcen habt, so ein Gerät zu kaufen und keine Mama habt oder Papa habt, die so etwas zufällig zu Hause haben, dann gibt es noch die Möglichkeit, höflich nett in ein gutes Wollfachgeschäft zu gehen. Und zu fragen, ob man für die Kindergartengruppe Eichhörnchen oder auch was immer Garn wickeln darf. Ihr seht, das ist ein bisschen komplizierter. So, am besten gleich ins Glas, sonst geht das nämlich gleich alles wieder auf. Jupp, das will sich nicht ins Glas, das setze ich jetzt so rein. Und jetzt kann ich von innen heraus oder von außen heraus den Faden so ziehen. Natürlich idealerweise ein bisschen mehr als das, was ich jetzt da reingetan habe. Und da vertuddelt sich nichts, da verknotet sich nichts. Nur das, was man wirklich braucht. So, stecke ich dich da mal rein. Ich mache jetzt in alle meine Gläser keine Löcher rein, da ich die Deckel noch für etwas anderes brauche. Aber ich hatte ja ein Wollkörbchen. Das heißt, ich kann das Wollkörbchen beibehalten. Da sind meine Wollen drin. Jetzt sagt ihr, wir haben keine Gläser mit Plastikdeckel. Übrigens, Honiggläser haben meistens auch einen Plastikdeckel. Wir haben ganz viele Marmeladengläser. Da habe ich mir natürlich überlegt, das muss ja auch irgendwie gehen. Also legen wir mal da unsere Wolle, unsere handgewickelte. Ach, wollt ihr sehen, wie das aussieht, wenn man die wickelt? Das ist nämlich wirklich wunderschön. Das ist eine ganz tolle Wolle, so dick und flauschig und herrlich. Und ach, eignet sich hervorragend, um Ketten zu fädeln. Ja? Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich das da runtergenommen habe. Jip, jip, jip. Ja, schade. So. Dann lege ich die Wolle mal auf den Tisch. Geht auch auf den Boden. Übrigens Kordeln drehen. Viele, 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 viele Kinder, die ich betreue, können das noch nicht mehr. Die kennen das nicht. Und Kinder sind so stolz, wenn sie 3 Meter Kordel gedreht haben. Einmal quer durch den Gruppenraum. Tolle Aktivität. Und wenn sich die Kinder noch selber die Wolle aussuchen und nehmen können, und noch nicht mal, wenn sie einmal den Trick raus haben, ein 5-6-Jähriger, ein Vorschulkind, die können das super alleine. Das sieht, guck mal, es sieht so toll aus, dass vor allem diese melierten Wollen. Übrigens, das ist ein Geschenk von meinem Wollfachgeschäft für meine Arbeiten, meine vielen Dank an Manu, für meine Kindergartengruppen oder Gruppen, die ich betreue. So, jetzt schneide ich einfach mal ab. Es geht natürlich alles viel dicker.
Wie nicht vergessen, den mittleren Faden rausziehen, den äußeren nochmal so drum. Das gibt nochmal Stabilität. Und da ist unser Marmeladenglas. Da kommt die Wolle rein. Hotcha, hotcha. So, jetzt brauchen wir, ich habe gesagt, Deckel geht nicht. Wenn wir da ein Loch reinmachen, schneidet es die Wolle kaputt. Was machen wir? Ihr habt garantiert Luftballons bei euch im Kindergarten. So. Ich habe welche Geschenke gekriegt von einer anderen Freundin. Ich kriege immer alle möglichen Sachen geschenkt. Und habe mir jetzt einen Luftballon genommen. Schneide den ab. Das kennt ihr sicherlich, um eine Trommel zu machen. Und es kann sein, dass ich noch mehr abschneiden muss, weil das ein kleines Glas ist. Ziehe den. Oh, guckt mal, das ist ein alte Ballons. Die ziehe den hier so drüber. So. Prima, passt gut. Dann nehme ich den nochmal runter. Erstmal kontrolliert, ob der hält. Weil bei der Probe, bevor ich immer die Filme drehe, habe ich immer einen Durchlauf. Da sind mir die ersten vier Ballons immer gerissen. So, dann kommt der mit der Nadel ein Loch. Da kommt mein Faden durch. Selbe Prinzip. So. Und damit die ganze Geschichte auch gut hält, nehme ich ein Stück Band und wickel es zwei, dreimal drumherum. Machen schön Knoten rein. So. Jetzt hält das Gummi und siehe da, wir haben schon wieder einmal Wolle im Glas ohne Plastikdeckel. Also das geht auch. Ups. Nachteil ist, wenn die Kinder kurz abschneiden und der Faden reingerutscht ist, man muss hier das aufschneiden, runter machen, vielleicht einen neuen Ballon holen. Ich sage dann immer, wenn das passiert ist, kein Problem, ich stelle das weg, das mache ich heute Nachmittag, wenn ihr nach Hause gegangen seid. Und so lernen die Kinder oft ganz schnell, dass sie nicht so eng abschneiden sollen. Wo es jetzt nicht so gut funktionieren würde, wäre natürlich hier bei der Wolle mit den Pailletten. Die Pailletten würden das immer verstopfen. Geht leider nicht. So, jetzt haben wir also verschiedene Gläser, verschiedene Wollen und Fäden. Und wenn jetzt ein Kind was basteln will, dann braucht es nur einfach zum Wollkorb gehen. Und es gibt keinen Kabelsalat, sondern einfach nur ziehen, abschneiden. Ich brauche so lang. Ich will eine Kette machen. So, jetzt haben wir Perlen. Das ist meine Kruscheldose von meiner Bastelkiste. Jetzt habe ich hier Perlen. Da komme ich nicht rein. Ein kleiner Trick noch, die Perlennadel. Und man kann natürlich, klar, logisch, man kann eine stumpfe Wollnadel nehmen und ein Kind fädeln lassen. Klar, finde ich auch super. Bloß für Dreijährige ist das immer Obst, das ist ja schon wieder ausgefädelt, also nochmal einfädeln. Ups, nächste Perle. So, jetzt ziehe ich die Perle, ups, schon wieder ausgefädelt. Und so geht das den ganzen Nachmittag. Ist natürlich vollkommen nervig, wenn die Kinder den Faden immer verlieren. Man kann es beibringen und so sagen, okay, wenn du durch die Perle ziehst, musst du hier unten festhalten, dann verlierst du deinen Faden nicht. Geht aber erst leider ab einer bestimmten Altersgruppe. Vorher können die Kinder das kognitiv nicht miteinander verarbeiten. Da gibt es dann also, wie gesagt, Tesa-Crepe. Tesafilm ginge auch. Ich finde, Tesa-Crepe passt sich der Wolle besser an und habe gerade das Problem, dass sich das hier eingerissen hat. So, ich brauche also ein Stück Tesa-Crepe. So, dann nehme ich meine Wolle, lege die auf das Tesa-Crepe. Und rolle so eng, wie ihr nur könnt, das ein. Jetzt bei dieser flauschigen ist das nicht so einfach. Das werdet ihr gleich sehen. So, eingerollt. Dann drehe ich hier oben eine Spitze.
Und es gibt eine Knubbelspitze. Weil es hier oben zu viel Material ist, weil die Wolle so dick ist. Ich zeige es euch gleich nochmal mit dünnerer Wolle. Da nehmen wir einfach nochmal die Schere und schneiden uns eine Spitze. Ups, da haben wir eine Spitze. Und die können wir jetzt schön formen. So. Und das geht bei meinen Holzperlen hier. Die sind nicht ganz perfekt. Mal gucken, ob es durchgeht. Nein. Die geht. So. Ja, die Holzperlen, diese hier, das sind so billigere Holzperlen. So. Wenn ihr eine Sekunde auf mich wartet, hole ich meine normalen Perlen. 21, 22, 23. Die hatte ich mir jetzt nicht bereitgelegt. So, also die kennt jeder. Das hat man ja im Kindergarten oft. Und die lassen sich natürlich perfekt auffädeln jetzt. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das aussieht, wenn man einen dünnen Faden hat. Schere. Tetrakratt. Da braucht man oft auch nur ganz wenig. Übrigens kann man so auch Schuhbänder retten. So, da müssen wir jetzt nichts zuschneiden. Das ist eine perfekte Spitze. Und damit lassen sich auch diese schrecklichen, günstigen Holzperlen fädeln. Haben wir nochmal eine, die ist gut offen. Aber gerade eben hatte ich eine, die wo der Lack so da drüber war. Zeig nur noch gute, na toll. Also gut, macht nichts. Nein, sind alle gut. Aber mit der Spitzen, ich sage immer, ich mache den Kindern eine Nadel, lässt sich das natürlich toll fädeln. Jetzt habt ihr, hier seht ihr Strohhalmperlen, gibt es natürlich auch. Also, jetzt habt ihr ein paar neue Ideen. Einmal Wolle im Glas oder wenn man ein Nutella-Glas hat, im Nutella-Glas. Ein Wollkorb, wo nicht alles durcheinander kommt, wo die Kinder verschiedene Garne zur Verfügung haben, mit Plastikdeckel oder mit Ballon. Ihr könnt auch Weggläser nehmen und einen Riesenballon drüber ziehen. Auch eine Möglichkeit, da kann man mehrere Knäuel reintun. Das Einzige, worauf man wirklich achten muss, wenn man das Knäuel, der Rosane ist rausgegangen, das ist ja ein Ding, wenn man das Knäuel, die drei Knäuel müssen sehr gut gewickelt sein. Das geht am besten mit solchen handgewickelten Knäueln. Und jetzt kommen, die sollten möglichst weit auseinander sein, die drei Löcher. Und draufsetzen und vorsichtig mit möglichst wenig Umdrehungen zumachen. So. Und jetzt haben wir drei verschiedene Farben drin, an denen wir ziehen können. Besser ist es eine Farbe pro Glas. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ich kann euch damit euren Alltag erleichtern. In die Anleitung gibt es auch auf meiner Webseite, wo drauf steht, was ihr an Materialien braucht, wie es funktioniert und auch noch andere Tipps und Tricks dazu. Also, viel Spaß. Ich sehe euch bei den nächsten Tipps und Tricks. Oder bei Basteln mit Cordula. Macht's gut!